wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder euer Random Life und wir befinden uns heute an der Goebbelsvilla. Und hier war ich bestimmt schon 6-7 Mal und ich habe bei einem YouTuber gesehen, dass die Hütte wohl auf sein soll. Freunde von uns sind schon da. Ich sehe nämlich da oben die Drohne, die macht schon die Drohnenaufnahmen. Und ich hoffe, dass wir heute reinkommen. Da oben ist die Drohne und da seht ihr die Villa Bogensee. Und viele dieser Türen sind mittlerweile mit Holz verbarrikadiert. Dann sehen wir hier Bewegungsmelder, die kannte ich bis dato auch noch nicht. Das bedeutet, die Hütte war ja jetzt vor kurzem in den Medien, weil man sie abreißen wollte und das Erbe und die Erinnerung einmal komplett auch beerdigen möchte. Und da hat man vielleicht Angst bekommen, dass hier Menschen hinkommen, weil die Aufmerksamkeit natürlich sehr groß wurde und die Hütte dann entsprechend anzündet, kaputt macht, besprüht oder eher zum Waldvollort wird. Aber in den einschlägigen Kreisen ist die Hütte ja schon lange bekannt. Also von daher ist zum Glück nichts passiert. Aber sie verfällt immer mehr. Also das hier zum Beispiel ist absolut neu, habe ich damals nicht dokumentiert. Und hier habt ihr bestimmt schon mal von gehört, das sind die versenkbaren Fenster. Hitler hatte ja auch welche. Das ist noch relativ klein hier. Hitler hatte ja ein riesiges Fenster am Obersalzberg, welches versenkbar war. Und ich bin echt gespannt. Ich war, wie gesagt, schon, glaube ich, 8 oder 12 Mal hier. Das erste Mal. Ach, die sind schon drin. So, Leute, wir kommen auf jeden Fall rein. Die sind nämlich drin. Geil. Wir müssen halt erstmal gucken, wo. Und das zeigen wir natürlich nicht. Wollen wir nicht zeigen. Und ja. Also Goebbels hatte übrigens mehrere solcher Feriendomizile, nenne ich sie mal. Eine auch auf Wandlitz bei Berlin. Dann hier. Und es gab hier noch eine ganz kleine Villa, ein kleines Haus. Das war das Liebesnest, wo er sich immer vergnügt hatte. Das ist aber schon seit einigen Jahren nicht mehr vorhanden. Also von daher zeige ich euch jetzt erstmal noch ein bisschen die Immobilie. Und ich hoffe mal, dass sich hier irgendwann mal einen Käufer findet, der das quasi anständig renoviert und auch erlebbar macht. Da ist ja wieder die schöne Stellung. Das ist eine Luftfette da drin. Und die Boote halten super. So, also hier ist auf jeden Fall ordentlich Betrieb. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo der Goebbels seinen Besuch empfangen hat. Das ist, hier kamen die Karossen vorgefahren, sind ausgestiegen und haben dann hier den Eingang der Villa Bogensee gesehen. Aber auch das ist leider mittlerweile in einem echt grauseligen Zustand. Schaut mal, Bogensee. Ich war, wie gesagt, vor einigen Jahren hier. Da war das noch komplett schwarz. Die komplette Farbe blättert ab. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig. Guten Morgen. So, die Tür ist auf jeden Fall nicht auf, kann ich euch schon mal sagen. So, und hier das Liebespaar. Den Kopf haben sie irgendwann mal abgeschlagen. Auch ein wunderbares Bild, oder? So, und jetzt müssen wir mal erstmal gucken, wie wir da reinkommen. Also, bis gleich. So, meine Freunde, also we are in, wir sind drin und sind jetzt in der Goebbelsvilla. Auf diesen Moment habe ich tatsächlich viele, viele Jahre, sogar Jahrzehnte gewartet. Und heute habe ich die Möglichkeit, euch diese Location zu zeigen. Schaut mal hier. So krank. Also es gab eine Nachnutzung, so ehrlich möchte ich mit euch sein. Vom FDJ-Time.
Schaut mal das größte Verhältnis. So, da sieht man auch, dass es mal eine Schule war, also ein FDJ-Heim. Und, was sagst du? Klasse. Super, oder? Prima. Hast du was zu essen dabei? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Gesund leben und dann richtig ernähren. Damals wie heute, wichtig, ne? So, das war das Zimmer von, wie hieß er auch mal seine Frau? Wissen wir nicht, ne? Gerade. Magda Goebbels. Mann. So, ich zeige euch noch mal kurz den Raum. Weil hier werden wir wahrscheinlich nie wieder hinkommen, Leute. Es riecht ein bisschen vermodert. Das war die Baukonstruktion damals. Könnte aber auch nachträglich angebracht worden sein. Ich weiß es nicht. Eventuell originale Fliesen. Keine Ahnung, was das für ein Raum war. Auf jeden Fall Aufputz verlegt damals. Das ist wahrscheinlich auch nicht original. Und die Toilette ist definitiv nicht original. So, meine Freunde, also. Hier seht ihr ganz klar die Nachnutzung. Und man riecht es auch. Guck mal hier, Emily wird sich darüber freuen, über diese Lampe. Studiolampe. Das ist wirklich Muff, ne? Ohne Witz. Boah, riecht das hier. Also wenn es hier ein YouTube-Geruchsfernsehen geben würde. Boah. Also schöne 70er Jahre Hochflor oder Niederflor. Alleine dieses Bild hier, das erinnert mich an so ein Einrichtungshaus. Ne? Und deine Jacke passt perfekt übrigens hier rein. Ja. Leute, wie lange ich darauf gewartet habe, ich bin so glücklich. Warst du hier noch nie drin? Endlich, nein, ich war hier noch nie drin. Schaut mal hier, die alten Lampen. Also ich spüre, ich habe ja auch immer mal ein Gespür dafür, wie sich solche Locations anfühlen. Aber ich sage euch eins, hier spüre ich gar nichts von Dr. Josef Goebbels. Hier ist definitiv einfach nur Ferienwohnheim. Aber vielleicht kommt es ja noch. Gibt ja noch einen Keller. Die Türen sind bestimmt original, oder? Oh, 90er Jahre Pornobett. So krank. Aber das Schöne ist, die Hütte steht ja jetzt schon 1, 2, 3 Wochen auf. Die haben sich auf jeden Fall hier gut benommen, die bis jetzt hier drin waren. Geht noch Licht? Papi, mach mal da. Draußen. Komm mal. Mach gleich was? Ja. Wir haben hier sogar noch Licht, Leute. Mach mal Licht trotzdem aus. Wir müssen ja nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit erzeugen, als wir unbedingt müssen. So, schaut mal hier. Alte Badewanne. Wasser ist abgedreht. Und weißer Klodeckel auf braunem Metall. Mega. Ich bin echt glücklich, dass ich hier drin bin. Kann ich wieder eins von meiner Bucketlist streichen. Die Schränke sind wahrscheinlich noch original. Hier hat man versucht einzubrechen. Hat dann hier so ein Gebilde davor gestellt. Alte Lampe. Mega gut. Richtig gut.
Der hatte schon Platz, oder? Ja. Der hatte schon Platz für sich und sein Entourage. Ja. Voll lecker. 5 Stück. Ich freue mich schon auf den Hauptraum. Also von der Dramaturgie perfekt inszeniert, Leute. Die Eingänge sind perfekt, weil das große Fenster kommt zum Schluss. Schaut mal hier, das wird... Nee, ist nur besprüht. Das hat man nachträglich reingehauen, das Fenster. Oh nein, wir sind da. Leute, ganz kurzer Blick. Ganz kurzer Blick, wir sind da. Aber wir wollen den Raum auf jeden Fall nicht auslassen hier. Und nicht nur den Raum, das sind ja Räume. Alter, hat der ein großes Badezimmer. Schaut mal. Das war wahrscheinlich das Badezimmer für die Gäste. Könnte ich mir vorstellen. Und so eine Dusche hier. Oben so Oberlichter. Und hier wieder diese Studiolampen. Wahrscheinlich kriegt man da mittlerweile richtig viel Geld von Sammlern. Ach nee. Ihr müsst ja vorstellen, hier war Hitler, hier war Bormann, hier war Göring, Himmler, alle waren sie hier. Mussolini war, glaube ich, sogar hier. Also die ganzen hohen Herren der NS-Zeit waren hier und haben die Familie Goebbels besucht. Und nur wenige Kilometer weiter hatte der kleine Josef sein Liebesnest, wo er dann, ich weiß gar nicht mehr, wen es war, der hatte irgendwie so eine Schauspielerin als Gespielin. Und das hat ja dann Hitler irgendwann mal rausgekriegt. Und dann hat er gesagt, du hörst sofort damit auf. Deutschland geht vor. Und dann, oh, ich stink das, hat er tatsächlich die Beziehung beendet. Mega, da ist übrigens die Tür. Ich muss mal hier ohne Licht filmen. Alter, wie krass, Leute. Nee, hier sind die Gäste-WCs. Alter, das ist so krass. Das ist wirklich krass. Hier waren wir gerade, glaube ich. Das müsste... Genau. Oder? Nee. Doch, hier waren wir. Zurück. Wir machen jetzt erstmal den Eingangsbereich. Leute, das ist einfach... Also hier, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich schon von draußen reingeguckt habe. Und gehofft habe, dass ich irgendwie reinkomme. Ich glaube, die Fliesen auf dem Boden sind noch original. Die Toiletten natürlich nicht. Also Leute, das ist wirklich groß. Ich bin ehrlich zu euch. Das ist wirklich groß. Schaut mal hier. Und hier müssen wir einmal ohne Licht arbeiten. Schaut mal. Oh, die haben sogar das Fenster hier repariert. Das hat die jemand eingeschlagen. Und das wurde neu gemacht. Das ist natürlich große Klasse. Schaut mal. Da ist das die Skulptur Liebespärchen. Und hier durch diesen Eingangsbereich ist man rein. Und glaubt mir, das ist sicherlich ein Weg, den viele Größen gemacht haben. Sind dann hier direkt in dieser Empfangslobby angekommen. Wo vielleicht Musik gespielt hat, wo die Kinder guten Tag sagen mussten, durften, wo es hier vielleicht schon eine Küche aufgebaut wurde, hier gab es vielleicht Hors d'oeuvre, draußen wurde gegrillt, die hatten sicherlich eigene Köche, einen ganzen Stab. Das hier ist die Durchreiche von der anderen Seite, hatten wir uns schon angeguckt. Schaut euch das an.
Leute, diesen Anblick bekommen nicht viele zu sehen. Ich selbst habe, wie gesagt, Jahre darauf gewartet, hier einmal reinzukommen. Es ist einfach unvorstellbar. Und wir gucken uns jetzt einmal die Funktion der versenkbaren Fenster an. Hier hat man allerdings USB-Platten drüber gelegt. Aber hier seht ihr die Schienen und so wie das aussieht, hat man die Originalfenster. Nee, das ist tatsächlich, das ist hier, das kann man reinlassen. Die Frage ist, wofür die andere Schiene da oben ist. Stellt euch mal vor, ich mach's nicht. Schau mal, wir kriegen das Fenster nicht mehr. Wir kriegen das nicht mehr raus. Wie gesagt, immer Respekt vor der Geschichte. Ah, schaut mal hier. Hier war der Kabelzug drin. Damit man das Fenster rauf und runter machen kann. Also auch das ist geklärt. Wie beim Aufzug brauchte man Gegengewichte. Und die hat man gehalten, indem man diese Kabel genutzt hat. Das ist wirklich ultra krass, Leute. Das ist wirklich ultra krass. Hier Schiebetüren. Ich bin begeistert. Hier, die konnte man ganz normal öffnen, manuell. Da seht ihr das. Auch sehr schwer. Doppelflügelig mit Anschlag. Der Anschlag, Heizkörper eingelassen für die Optik und man hatte direkt einen Zugang zum Grillstand. Ich denke, die sind nicht original hier. So, und jetzt mache ich mal einen 360-Grad-Schwenk und mache den gleich auch nochmal in dem anderen Raum. So, und ich habe gesagt, den mache ich nochmal hier in dem Bereich. 360 Grad nur für euch, Leute. Ich habe mich auf jeden Fall gerade über Toni, Carm und Gary gefreut. Carm und Gary habe ich schon echt lange nicht mehr gesehen. Die beiden Süßen. Toni auch schon lange nicht mehr. Und ich freue mich über immer, wenn ich die sehe. Schau mal, was das für ein Bild ist. Ultimativ krass. Ultimativ. Und ihr seht, das ist original. Ich habe es gerade angedeutet. Wahrscheinlich ist es original. Es ist original. Mega. Und überall Heizkörper. Also kalt wurde den hier definitiv nicht. Und wir sind jetzt hier im Kaminzimmer. Wo sind wir? Kaminzimmer. Kaminzimmer. So, da ist der Kamin, Leute. Ist nicht dein Ernst. Und wir haben sogar noch Licht. Oh Leute, das ist wirklich bemerkenswert. So, die gucken gerade, ob irgendwelche Unterlagen vom Goebbels noch hier sind. Schöner Marmor. So, da habt ihr auch mal ein schönes Größenverhältnis. Fabi ist ungefähr 1,80. Ne, das Krümelmonster. Gefällt's dir? Ja. Oder ist nicht so deins? Bunker sind besser. Bunker sind besser.
Ja, irgendwann kommst du auch noch dazu, dass Geschichte auch spannend ist. Nicht nur Bunker. Ne? Und so, Ladies, jetzt, ne, jetzt zeige ich euch mal den süßen Popo von den jungen Knaben. Also wenn ihr nicht nur spenden wollt an die Spendenadresse vom Gerold, sondern auch irgendwelche Single-Zuschriften haben möchtet, hier dieser junge, gerade frisch geborene 16-jährige Knabe ist noch zu haben, korrekt? Ja. Ja. Erfahrung mit Drogen hast du jetzt auch schon einmal, ne? Ja. Ja, aber nur Haschisch, ne? Ja. Heroin noch nicht? Noch nicht. Okay, machst du auch nicht, ne? Nee. Sehr gut. Also Leute, es ist auf jeden Fall noch viel Hoffnung da. Harte Drogen wird er auch definitiv nicht nehmen. Und Haschisch hat dir auch nicht so gut gefallen, oder? Nee, war nicht gut, ne? Also von daher macht das nicht zu Hause nach, Leute. So, also Zuschriften gerne an mich. Wenn da draußen irgendwelche Mädels sind, die Interesse haben, kommt aus der Ecke Stuttgart, der junge Mann. Ja, nee, nur von außen, glaube ich, geht's in den Keller. Ist der noch aktiv? Also, VEB-Getränke-Kombinat. Ja, hier seht ihr absolut Nachnutzung. Hier war Kühlkammer. Die Kühlkammer des Traums, Leute. Hier war auch früher die Kühlkammer drin, wie ihr seht. Nur ein bisschen größer. Wahrscheinlich nicht so effektiv. Alter, das ist die Großküche. Leute. Das ist die Großküche. Unnormal. Boah, richtig gut. Ja, der junge Mann muss dann natürlich auch immer essen. Mit seiner Entourage. Hier wurde dann das Essen zubereitet und ausgegeben, ist wahrscheinlich. So gut kenne ich mich mit Küchen nicht aus. Zugang fürs Personal. Hier war wahrscheinlich dann der große Ofen. Auch nochmal eine Anrichte. Ja, gab ja mehrere Gänge, ne? Und hier ist der Aufzug. Guck mal da rein. Ich guck mal da rein. Nach oben oder nach unten? Oh! 1939, Leute. Schaut euch das mal an. Ja, der Fertigo 1939. Das ist original. Der ist original. Der wurde leider hier überstrichen. Personenbeförderung verboten. Fabi, geh mal rein. Ah, ja, es gibt einen Keller, aber den kommst du nur von außen ran. Ich weiß wo. Ich weiß wo, Baby. So, Toiletten für die Köche und Köchinnen. Cucinen. So, und das bin ich, der gerade in der Goebbels-Villa ist und freut sich. Er freut sich des Todes. Hier nochmal der Aufzug. Also Leute, es ist riesig, oder? Nichts geht nicht nach oben. Wow, wie geil. Ja, geh ruhig. Okay. Die Jungs und Mädels wollen deinen Popo sehen. So Leute, deswegen sind meine Videos ab 18. Hier werden Fleischeslüste erzürnt. Also ihr wisst ja, Spaß muss auch manchmal sein. Aber Inschriften oder nicht dein Ernst. Ey, guck mal her. Alter. Guck mal. Dem Goebbels sein Koffer. Ne? Als er hier ausge... Ist nicht dein Ernst. Aus der Praxis für Praxis. Guck mal, ob du ein Datum bitte findest, ja? Ist nicht dein Ernst. Hier gibt es... Ja. DDR? Schade. Aber der Koffer könnte, ne? Sozialdemokraten. Ja, das ist doch klar Drittes Reich. Nationaldemokraten. Oder hier eine gute alte Mortadella. 2 Euro. D-Mark. 2 Mark sogar. Aber der Koffer ist gut. Und hier, guck mal, damals hat man auch schon mit Regis gearbeitet, für die Handwerker unter uns. Schaut mal, da vorne gehen wir auch gleich noch in den Bunker rein. Das ist modern. Mega gut. Natürlich auch modern. Aber es muss halt alles gezeigt werden. 51? Hier, 51.
Wo? Hier. Vierter Jahrgang, Dezember 51. 51. Ja. Immerhin. Leute, das ist trotzdem alt. Aber hier habe ich was bekommen. Eine Quittung? Was hast du? Da steht kein Jahrgang. Hier nicht. Mark. Ja. Gleich brechen wir durch. Kommen wir in die Hölle. Oh, hier, von Marc da die Schrumpfhose. Ich habe von Marc da die Schrumpfhose gefunden. Wie heißt nochmal die Geliebte von Goebbels? Hier? Ja? Hier. Nein. Wisst ihr das noch? Wie die Geliebte hieß? Mal Socken. Goebbels. Mhm. Wisst ihr das noch? Das ist eine gute Frage, Bruder. Das wäre ein Sensationsfund gewesen. So, wir sind jetzt hier, war der Goebbels wahrscheinlich niemals, ne? Guck mal hier. Guck mal hier. Die Zeitung. Aber die hatte schon Farbe, von daher ist eher unwahrscheinlich. Ist moderner, ne? Cool, guck mal, da oben noch eine Lampe. Okay. Also ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, da drauf rumzulaufen. Wo ist der Aufzug? Ach, da. Lüftung. Ja, Lüftung. Abzug, Dunstabzugshaube wahrscheinlich. Ja. Ja, funktioniert noch. So, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Erkundung bisher findet. Und ob ihr wusstet, dass diese Villa überhaupt noch existiert. Weil viele Gebäude aus der damaligen Zeit wurden ja vernichtet. Entkernt, runtergerissen, anderen Verwendungszwecken zugeführt, aber die Hütte ist wirklich noch extrem original. 1959. Okay, dann spare ich euch. Er freut sich überall, dass noch Licht geht. Also die Hütte ist wirklich riesig. Das Video ist jetzt schon 20 Minuten drin oder an. Gut, ne? Ja, das wäre mein Zimmer wahrscheinlich gewesen hier. Ja. Boah! Da. Das wäre mein Zimmer gewesen hier, glaube ich. Junggesellenbude, ne? So ein Penthouse-Stil. Ja, und direkt natürlich neben dem Dachboden, ne? Mich hätten sie hier oben hin verbracht. Gurken? Ist eine richtige Gurkentruppe, ne? Ja, riesiger Dachstuhl. Ja, der Schuh, wie immer. Ja, der. Guck mal, Goebbels Schuh. DDR, alles DDR. Ja, ist alles DDR. Ne? Alter, guck mal da hinten. Geh mal da hinten durch. Ich will das mal sehen, wie das aussieht, wenn du da so lang gehst. Und gesund für die Lunge ist es definitiv nicht, Leute. Er hat schon seinen Mund zu. Mama, legst die Tür auf, bitte. Oh, ist auf. Dann folgen wir ihm natürlich. Also, guck mal, wie viele Schuhe hier. Also, es ist anscheinend sehr stark frequentiert hier, die Hütte. Die territoriale Aufteilung der Welt 1876 bis 1914. Hammer. Jetzt bräuchten wir noch ein Datum. Jetzt bräuchten wir noch ein Datum. Moskau 1950. 1950? Schaut mal, Leute. Moskau 1950. Also kurz nach dem Krieg.
5 Jahre danach, genau. Bedeutet, lass mich mal ganz kurz, wir sind ja hier bei Berlin. Ist das hier, das ist ja Osten, ne? Das bedeutet, das war russische Sektion. Und das bedeutet, Leute, diese Karte ist von den russischen Besatzern Originalmaterial. Hoho, das ist Geschichte, oder? Das ist Geschichte. Mega. Ja, glaubt mir, Leute, auch wenn das nicht direkt vom Krieg ist, 5 Jahre danach ist definitiv noch, da lag Deutschland noch in Schutt und Asche. Schaut mal, wie weit das noch geht. Aber hier ist tatsächlich auch für mich Ende. Das ist mir zu gefährlich. Ich merke ja, wie der Boden auch leicht nachgibt. Die wiegt immerhin 100 Kilo. Aber ich glaube, Gerold geht, oder? Mit seinen 60 Kilo. Wie viel wiegst du aktuell? Keine Ahnung, 75 vielleicht. Ja, das geht noch. Wie alt bist du? 16, ne? Ja. So, Gerold, gehst du oder nicht? Ja, wenn du dich traust. Du siehst. Ja, er geht. Er geht. Dann will ich wenigstens dokumentieren, wenn du einbrichst. Ach so. Ach nee. Die habe ich gar nicht gesehen. Naja, Stufen sind was anderes. Aber wir machen das jetzt. Ein Bett? Ich sehe mich schon durchbrechen, Leute. Ich habe heute sehr gut gefrühstückt. Ich habe sehr, sehr gut gefrühstückt. Alter, 1939. Wo? Hier. 1939. GK. Goebbels K. Gerold Kreutzer. Gerold Kreutzer. Wie heißt du? Gerold Kreutzer. Wie geil, ne? Das musst du dokumentieren. Ah, herrlich. Opa war hier. Wie gesagt, Leute. Wir haben das aufgebaut. Ja. Es ist einfach unvorstellbar. Und noch mal ein Gurkenglas. Und hier ist der Stuhl, wo man die Leute quält. Es ist Plastik, also es ist DDR. Es ist kaum Zerstörung, Leute. Das freut mich. Es ist wirklich kaum Zerstörung. Kein Vandalismus, ne? So. Brandschutztür wahrscheinlich. Und ich habe was gesehen. Boah, das wird. Ich dachte, da oben liegt irgendwas drauf. So, ich mache jetzt 1-2 TikTok-Videos und dann melde ich mich gleich wieder. So Leute, was einem manchmal nicht auffällt, wenn man durchgeht. Hier ist noch ein Originalherd. Schaut euch das mal an. Ein Original-Elektroherd. Den habe ich gerade einfach gar nicht gesehen. So meine Freunde, also. Ich bin mega geflasht, ich bin mega glücklich. Ich bin auch leicht am Schwitzen, es ist echt warm wieder mal. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle fertig. Wir lassen jetzt nochmal die Drohne fliegen und werden draußen noch ein bisschen uns umschauen. Und deswegen sage ich bis gleich. Was ist da dann drin? Wahrscheinlich ein Bunker. Hörst du gut zu. Ja. So, meine Freunde. Also, ich habe euch gesagt, wir gucken uns nochmal draußen um. Hier ist, wie gesagt, was der Eingangsbereich. Das ist ein Abbild von Magda und Josef Goebbels, die Verliebten. Und der Kopf wurde weggeschlagen. Die haben sie weggeschlagen. Der war ganz klein. So Leute, und da waren wir gerade drin. Ich kriege es wahrscheinlich nicht scharf, weil die... wie sagt man dazu?
Ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Ich bin einfach noch zu gehypt gerade. Und also, ja, die Hütte sieht von außen groß aus, aber von innen war sie irgendwie noch viel, viel größer. Und ja, leider verfällt sie auch immer weiter. Jetzt nochmal der Blick zurück, Leute. Der eine Flügel, wo man nicht in das restliche Gebäude reinkommt. Es gab, glaube ich, auch gar keine Verbindung von diesem Flügel. Vielleicht waren da die Angestellten drin. Vielleicht waren da aber auch die Gäste drin. I don't know. Oder ist ein Anlass. Ja. Ein Brot. So einen eigenen Sportplatz hatten die hier. Oh, ganz schön eine Vegetation gerade, Leute. So sehen die Tür übrigens von außen aus. Göbel sein, ne? Göbel? Es wird knifflig für mich, Leute. Mhm. Ja, durchs Fenster zu kommen ist knifflig. Das ist nicht. So. Du hast mir dann eben ein Gesicht gezeigt, wo du meintest, dass du das verbindest. Zurück. So, Leute. Was habe ich gesagt? Sie sagt, es wird knifflig und? Es wird knifflig. Es wird knifflig, Leute. Ich muss mich hier irgendwie, weil ich brauche eine Lampe, ich muss ja irgendwas sehen. Die lege ich einfach mal hier hin und strahle in den Raum rein. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich sehe. Da. Und. Ja, mein Becken ist zu breit. Ich habe ein sehr gebärfreudiges Becken. Aber, ich glaube, das war meine Hose. So. Nee, hat gehalten. Sie hat gehalten. So, kommt ihr auch oder soll ich schon mal vorgehen? Alles klar, dann warte ich. Schau mal hier, irgendwas mit Wasseranschluss oder so. Weiteres Kellerfenster. Und auch hier, glaube ich, war der Göbel selber nie im Keller. So, guck mal hier, junges Fräulein. Du Grazier, nee, das ist heile. Das ist alles original. Ja, easy. Na, also, er ist auf jeden Fall graziler. So, bleib du mal mit deinem Papa hier. Also, gib deinem Papa Licht. Ich gehe schon mal ein bisschen vor. So, auf jeden Fall krieg ich Kellerhöhe. Ja, und das ist natürlich alles hier neu gemacht worden, die Erde. Warmwasserbehälter könnte das sein, Edelstahlspeicher, genau, für Warmwasser. 1997, Leute, so lange ist die Hütte gar nicht verlassen. Hier kommt Starkstrom oder Telefon an, TV. Erdwärme. Also Mia hat gerade schon gesagt, es gibt wohl zugemauerte Bereiche. Hier war mal eine Treppe nach oben, die hat man weggerissen. Cool, ne? Und auch hier, der Keller ist ultra trocken. Und hier wäre es damals nach oben gegangen, in den Gästebereich. Das haben wir uns auch gerade angeguckt. Auch hier neu. Hat man zugemacht. So, wer kann sagen, dass man mal in dem Keller von der Villa Bogensee war, oder? Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Boah, Leute, hier kommt mal Material an. Hier kommt mal Material an. Hauptschalter ist sogar eingeschaltet, haben wir auch gesehen. Und das hier ist alt. Nicht anfassen, ist nur Strom drauf, ne? Rücklaufhemmung, Messwandelzähler. Wasser müssten wir gleich auch noch sehen, das Pumpenwerk. Da ging es ja raus. Ganze Telefonleitungen. Materiallager. Könnte Klima sein. Aktenlager vielleicht. Bei Staufläche kann man nie genug haben. Ne? Jeder, der ein Haus hat, dachte sich wahrscheinlich am Anfang auch.
Überspannungsschutz. Der dachte sich wahrscheinlich auch, wie kriege ich die Hütte irgendwann mal voll. Und zwei Jahre später sagt man, oh, ich könnte eigentlich noch mehr Platz haben. So sieht schon fast aus wie ein Kerker hier. Gefängniszelle. Guck mal, das könnte eine Gefängniszelle gewesen sein. Ne? Aha. Nee, für Kühlung. Kühlende Sachen. Ja, aber man sagt, könnte auch sein, ne? Aber guck mal, wie dick die Tür ist. Das könnte auch Gefängniszelle sein, Bruder. Wobei, dann wäre das ja hier auch eine Gefängnistür. Dann wäre das ja auch eine Gefängnistür. Du hast recht gehabt, das ist wahrscheinlich für Kühlung. Ja, ist es für Kühlung. Ist es für Kühlung. So, was haben wir hier? Dresden, VW. VW ist immer für DDR. Ihr seht das, Mauerwerk ist komplett. Ja, es ist ein bisschen was. Okay, es ist ein bisschen was. Bitumenanstrich hat in dieser Raum, hat man auch abgeschliffen. Vielleicht wollte man hier sanieren. Und hier ist es richtig nass. Okay, ja, ist auch kein Wunder. Deswegen sind die Wände auch nass, weil wir hier im Außenbereich sind. Hier geht's raus. Man konnte also vom Keller raus und rein. Scheint irgendwie nachträglich gemacht zu sein, alles, ne? Ja. Nee, ist kein Luftschutz. Ist kein Luftschutz. Der Luftschutz ist draußen. Aber das sieht mir alles nachträglich gemacht worden aus. Ja, das hatten wir schon. Hier wird es wahrscheinlich nicht nach oben gehen. Doch, hier geht es nach oben. Das ist der einzige Bereich, wie man nach oben kommt. Aber den hätten wir doch gerade sehen müssen. Ah, okay, das ist nur der Eingang. Toilettchen wahrscheinlich. Eingang einfach nur in den Keller. Für uns den nächsten Ausgang nach draußen. Das ist der Aufzug, ne? Oh ja, das sind Gegengewichte hier. Schau mal, da oben ist er. Da oben ist er. So, das hatten wir. Hier müssen wir noch weiter. Bitte? Geh doch hoch. Ich hab's dir schon gesagt, aber geh dann. Ich hab's dir ja gesagt, da ist nichts mehr. Also, da sparen wir uns jetzt hier. Den Kriechkeller. Alter, ist das groß. Boah. Hier wieder Kriechkeller. Ich erinnere mich an meine Lehre. Da war ich auch mal im Kriechkeller. Alles voller Spinnen. Das war richtig eklig. Hey, war die ganze Technik untergebracht? Hier hat man dann auch nicht mehr so sauber gearbeitet. Frostschutz, Störung, Feuerschutz. Ach, das sind die Fenster. So wie Mackie gerade gesagt hat, schaut mal, wie tief die runtergehen, die Technik. So, da waren die Fenster drauf auf diesen Gestellen. Und schaut mal, was für Kettenantriebe. Da ist sogar noch der originale Motor. Eine Umlenkung. Und dann wurde das hier auf diesen Gesamtgestellen einfach dann hier runter. Das ist schon bemerkenswert, Leute. Ich würde die am liebsten mal einschalten, aber nö. Nö, nö, nö. Besser nicht. Das ist schon, Technik ist schon krass. Einfachste Technik, in Anführungszeichen. Keine Präzision, aber für die damalige Zeit natürlich schon überragend gut.
Okay, der Motor hat keinen Kontakt mehr. Ist abgeschnitten. Und da sind die Gegengewichte da unten. Da. Das ist das Gegengewicht. Mega gut. Richtig gut, ne? Das ist wirklich German Engineering. Top, oder? Ja. Tür auf, Tür zu. Belüftung. Also Leute, dieses Video dokumentiert wirklich die gesamte Goebbels-Villa. Falls das Ding irgendwann nicht mehr da sein sollte, das Video dazu wird auf jeden Fall noch existieren. Und wir haben wirklich jeden Bereich uns angeschaut, außer diesen Kriechkeller. Das sparen wir uns. Das ist wirklich riesig. Und hier wäre dann nochmal ein Weg nach oben, aber die hat man alle zugemacht. Den Keller hat man also so nicht mehr genutzt. In der Zeit des FDJ Times. So, Gerold, jetzt zeig mal, schwing mal deinen graziellen Körper hier raus. Er macht das wirklich wie so eine graziöse Grazielle, ne? Hier, Bruder. Komm her. Sehr gut. So, ich gehe da jetzt auch raus. Hier. Wer solche Freunde braucht, Leute, der braucht keine Feinde. So, aber dich lassen wir jetzt hier. Ja. Ja, ein bisschen auf Abnehmkurs und so. Ja. Wobei, dann kann ich auch direkt hier bleiben. So, Leute. Also, mach das nicht zu Hause nach. Aber gib mal deine Hand. Für alles fürs Video. Oh, oh. Jawohl. Oh, diese Muskeln. Oh, ja, diese Muskeln. So, Film mal zumachen. So, Leute, das hier ist der Bunker von Josef Goebbels. Da hätte sich die Familie und auch die Entourage unterbringen können. Wir befinden uns jetzt mitten oben drauf. Emily war damals fast drin, aber der ist so krass gesprengt und verfüllt worden, dass man da wirklich nicht reinkommt. Man müsste sich hier wirklich mal die Zeit nehmen und den ausgraben. Dafür müsste man aber auch wissen, wo der Eingang ist. Und da ihr seht, der ist relativ groß. Könnte ich euch auch nicht sagen, wo der Eingang ist. Das müsste man recherchieren. Aber wäre auf jeden Fall mal ein schönes Projekt. Ja, und das hat man hier alles mit Erde und Sand und so weiter zugefüllt, damit man nicht auf die Idee kommt, sich da reinzugraben bzw. ein Tier reinfällt. Wahrscheinlich letzteres. Wie gesagt, Emily ist damals hier reingekrabbelt. Da war die drin und kam auch fast nicht mehr raus. Ich musste die rausziehen. Und der Bunker muss natürlich auch direkt im Umfeld von dem Haus selber sein. Und hier ist das Haus. Ja, Leute. Jetzt werden wir noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Vielleicht gucken wir uns noch die Garagen an. Auf jeden Fall sind die Entourage, meine Entourage, ist jetzt schon langsam Richtung Auto unterwegs. Und wie gesagt, ich werde jetzt noch einmal das Dröhnchen fliegen lassen. An dieser Stelle liebe Grüße an Favorite Urbex, an Carmen und Gary. Schade, dass das nur so kurz war. Aber immerhin haben wir uns gesehen. Und jetzt zeige ich euch den Sportplatz. Da. Seht ihr hinten auch die Tribünen. Da sieht man sie vielleicht ein bisschen besser. Und hier haben die dann Fußball und so weiter gespielt. Schon bemerkenswert, welche Geschichte hier gelebt wurde und passiert ist. Also wirklich crazy. Crazy, crazy, crazy. So. Und in diesem Sinne, falls ich nicht noch mal irgendwas Spannendes sehe, werde ich mich jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Danke an jedes einzelne Kanalmitglied, danke an jeden einzelnen Zuschauer in der Premiere, jeden und natürlich auch die, die nicht in der Premiere dabei sein können. An euch geht natürlich auch mein großer Dank, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr die verbreitet.
dass ihr mir einen Kommentar hinterlässt. Freue ich mich immer sehr drüber. Schaut mal, Leute, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist, scheint ein verbunkerter, eine verbunkerte Garage zu sein für die Nobelkarosse. Und hier ist das FDJ-Heim, auch sehr spannend von der Architektur her. Auch sehr schade, dass man das bisher noch nicht für eine Nachnutzung weiter nutzt, aber schön ist es schon. Auf jetzt, ich bin mal gespannt. Drin war ich auch noch nicht. So, gerade eine ganze Meute Familie gesehen, die wollen wir natürlich nicht drauf haben. Datenschutz und so. Mal schauen. Also Riesengelände auch. Mega krasse Location. Schaut mal hier. Ist ja auch ein bisschen wie in Rom, ne? Das sind die ehemaligen Studentenunterkünfte. Und hier rechts, das war das Hauptgebäude, der Eingang, oder? Ja. Und waren da auch Unterricht? Wurde da Unterricht gehalten, oder? Nee, das war eben nur dieses Kulturhaus hier, dieses große Gebäude. Und was bedeutet Kulturhaus? Naja, wo Veranstaltungen waren und dann war Restaurant da mit drin und solche Sachen. Ah, Mensa und so weiter. Verstehe. Und das Gebäude, wo Unterricht war, war diese große, was wir da vorhin gesehen haben. Das bedeutet, da wurden dann die politischen... Ja, ich habe vier Lehrstühle. Lehrstühle. Welches waren das nochmal für Lehrstühle? Politische Philosophie, Ökonomie. Was hatten sie denn noch? Auch irgendwas mit, auch was mit Geografie wir, vielleicht? Wie bitte? Geografie? Nee, sowas nicht. Nee. Ich glaube, Marxismus, Leninismus war das noch eins. Ja, alles in diese Richtung. Spannend. Und international, ne? Ja, also Angola, ja. Chile. Chile war viel hier, Chilen. Und mehrere. Mosambik war auch hier. Und mehrere hundert. Finn waren auch hier, Norwegen. Also das war wirklich alles zusammengewürfelt. Ja. Spannend. Und ein Jahr ging das? Ja. Ein Jahr wurde man hier auf Linie gebracht. Ja. Aber ich glaube, wenn man hier gelebt hat damals, dann hat man das gar nicht so wahrgenommen, oder? Niveau. Überhaupt nicht. Ich hatte auch einige Freunde hier durch Ferienlager immer und so und Papa hier gearbeitet. Also für mich war das ganz, ja, wie alle anderen. So, ja, hat man sich als Kind ja keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. In den Medien wird das ja häufig so dargestellt, dass die Leute das darunter gelitten haben unter dem DDR-Regime. Ich hatte allerdings eine Freundin aus Pasewalk. Die fand das ganz normal. Auch der Zusammenhalt war für die große Klasse und das. Ja, ich auch. Das war normal. Ja. Spannend, ne? Dass man heute da so ein bisschen. 52, also wir waren das wirklich, ja. Und was haben die da auf der Seite? Das waren auch Studenten. Ah, okay. Dann war Verwaltung drin, da irgendwie wie Lohnbüro und alles so. Spannend. Ach, da ist ja noch. Waren ja jetzt auch einen ganzen Teil Arbeitskräfte hier. Ja, bei so vielen Menschen. Ja. Küche alleine schon. Ja. Musste sauber gehalten werden. Also war ein Ort für sich, ja. Muss ich ehrlich sagen. Eine eigene kleine Stadt. Ja. Und da vorne ist, was ist das für ein Gebäude? Das war das Lektionsgebäude, wo der Unterricht stattfand. Ah, okay. Und das waren, wie gesagt, die Unterkünfte noch, ne? Das waren alles Studentenunterkünfte. Okay. Also schon damals Plattenbau. Ja, ja. So, ne?
So, dann gucke ich mal, dass meine Kollegen wahrscheinlich da hingegangen sind. Ich bedanke mich vielmals. Nichts zu danken. Alles Gute noch. Tschüss. So Leute, da haben wir gerade noch ein bisschen persönliche Insights von einem Zeitzeugen bekommen. Die junge Dame ist nicht mehr ganz so jung gewesen, aber war noch extrem fit und hat uns hier einiges erklären können, denn ihr Vater war hier damals Kraftfahrer und hat entsprechend hier gearbeitet. Und unten, das, was ich euch neulich gezeigt habe von der Goebbels-Villa, ist tatsächlich der Bereich, wo die ganzen Kraftfahrer ihre Autos abgestellt haben. Und wir gehen jetzt zusammen zu dem Lektionsgebäude. Also bis gleich. Ach, guck mal, wie schön. Alessandro? Ja. Ah, da ist er. Okay, nach oben oder zur Seite? Alles klar. Ich komme. Jo. So, wir gehen jetzt also zum Lektionsgebäude. Und hier waren wirklich mehrere hundert Lehrende und Gelehrte. Lektionsgebäude, mega. Aber hier nochmal der Blick über die Anlage. Ich war schon mal hier, da waren die Bäume nicht so hoch. Und das Schöne ist, sie sagte, die Stadt oder die Gemeinde Wandlitz spricht sich aus für den Erhalt der Goebbels-Villa. Das ist schon mal sehr schön. So, hier der Eingang. Und dann schließe ich mal auf. So Leute, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben kommt diese Kamera an die Akkugrenze. Muss also tatsächlich einen Ersatzakku kaufen, merke ich gerade. So, Gerold hat mal wieder einen Bunker gefunden. Kannte ich bis dato auch noch nicht. Oben gesprengt anscheinend. Und ohne große Umschweife gehen wir natürlich auch in das Bauwerk rein. Ich habe noch keine Ahnung, was das für ein Bunker ist. Hammer. Noch ein altes Bett drin. Oh, das ist so klein. Also Turm auf jeden Fall. Leute, macht das nicht Zeit nach. Ich mach das für euch, damit ihr das nicht nachmachen müsst. Und ist der zu? Ist so! Was ist das denn für einer? Meinst du, es war noch ein zusätzlicher Eingang oder geht's da weiter? Die Pritsche. Spannend. Interessant. Klein, aber fein. Ja, das ist nicht weiter. Nee, Könnte Mackie sogar recht haben, ne? Oder ein Ausguck. Das war eine Beobachtung, ne? Also hier unten war garantiert Beobachtung. Wirklich? Ein Wachturm, ne? Ein Wachturm. So Leute, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte oder gewesen sein könnte, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Für mich komplett neu.